Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Die heutige Flasche wird wieder von bolu.de bereitgestellt. Verlinkung einmal unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr seht, habe ich heute wieder einen Tommen Taul bei mir zum Probieren. Letztes Mal, beziehungsweise vor ein paar Folgen, hatte ich ja den Tommen Taul 15 Jahre, den limitierten, aus dem Portweinfass. Hat mir damals vom Geschmack her sehr zugesagt, von der Nase leider nicht wirklich dem Preis gerecht. Damals ja auch relativ teuer, so um die 80, 90 Euro. Und heute fangen wir ganz unten an von der Preisregion. Nämlich heute probieren wir den Tommen Taul Tla, wird Taul ausgesprochen. Das ist die Einsteigerflasche von Tommen Taul, trägt keine Altersangabe und ist eine Mischung von verschiedensten Whiskys, verschiedene Altersangaben. Alle allerdings gereift in Ex-Bourbon-Fässer. Und das Ganze, ja, sehr einsteigerfreundlich, gute 20 Euro im Preis, 40 Volumenprozente und kühl gefiltert. Ja, und dieses Tla ist jetzt gelisch und steht für weich. Und das ist ja auch der Ruf, den Tommen Taul hat, typisch aus der Speyside, The Gentle Dram, schön weich und ein zarter Whisky. Und jetzt bin ich mal gespannt hier auf den. Wie gesagt, eine Mischung aus verschiedensten Ex-Bourbon-Fässern und Geschmacksnoten habe ich, glaube ich, auch hier hinten drauf gesehen. Verpacken auf jeden Fall sehr schön. Also die macht eigentlich schon auch was her zum Verschenken oder so. Genau. Also Farbe goldene Stroh. Aber hier steht drauf mit Zuckercouleur. Ja. Also gefärbt, könnte auch gut hell sein aus dem Fass. So, die Quintessenz von der Speyside. Leicht mit etwas süßem Toffee, Vanille und etwas Minzblatt und Zitrus. Dann im Geschmack leicht und cremig, lebendig mit Pfeffer und etwas vom Holz angetriebene Würze. Tanzt auf der Zunge, im Hintergrund kommen dann Spuren von Muskatnuss und getoasteter Vanille. Und im Finish würzig mit Noten von Shortbread und frischer Minze. Ja, bin ich mal gespannt, weil mit Minze tue ich mich immer etwas schwer. Hatte ich bisher eigentlich in fast keinem Whisky. Ja, mal schauen. Könnte mir halt gut vorstellen, dass der wirklich, ja, für Einsteiger gut geeignet ist. Vor allem mit dem Preis, ohne Altersangabe, relativ günstig. Wenn er dann jetzt auch noch schön weich und süffig ist. Korken riecht schon mal sehr lecker. Fruchtig süß, so ein leichter Apfel. Ja, heute habe ich Drehabend. Morgen Nacht fahre ich nämlich in den Urlaub, geht wieder nach Dänemark 2 Wochen. Zwischenzeitlich mal wieder nach Deutschland zurückfliegen, wegen der Hochzeit von meinem besten Kollegen. Ja, und gleich warten noch da 2 Rauchige auf mich. Unter anderem der, darf ich spoilern, der Fuji Kai 10. Auf den bin ich schon ganz gespannt. Ja, aber jetzt erstmal hier kommt der Tommen Taul Tla, Tlat. Von der Nase? Sehr angenehm. Auf jeden Fall ein schöner Apfel. Leicht süßliches Holz. Sehr hellfruchtig. Riecht, das riecht. Hat so eine leichte alkoholische Note und in Verbindung mit diesem Apfel riecht das so leicht nach Apfelwein oder irgendwie sowas, so Beerenzen oder sowas. Also riecht auf jeden Fall schon mal gefährlich. Also wie gesagt, eine leichte alkoholische Note ist dabei, aber das ist jetzt nicht so fuselig brennend oder so in der Nase. Sondern da gibt diese, ja, süße Fruchtigkeit vom Apfel auch leicht Zitrus Kontra.
Von Eichenwürz oder sowas. Haben wir noch gar nichts. Aber auf jeden Fall zarte Vanille. Aber auch nur im Hintergrund aktuell. Ja, und so leicht Karamell. Erst etwas nichtssagend, dann kommt wieder diese leichten Fruchtaromen, leicht Apfel wieder. Ein Runterschlucken, jetzt kommt doch auch, man merkt, dass er noch ein bisschen jung ist, vielleicht insgesamt. Ein leichter Schwall Alkohol kommt auf jeden Fall. Zarte Würze, jetzt nicht wirklich brennt oder so. Und auch wieder diese, ja, diese Apfelweinnote. Assoziation von Apfelwein, ein hochgespritteter. Abgang wären jetzt auf jeden Fall trockener. Zarte Würze, leichte Eichenwürze, aber jetzt nicht wirklich wenig Eiche. Wobei jetzt kommt ein bisschen mehr, ein Tick. Bildet so eine leichte Nussigkeit wieder aus. Dazu jetzt auch so eine leichte Malzigkeit. Zarte Süße. Wird jetzt aber immer bitterer im Abgang. Also jetzt nicht unangenehm bitter oder viel bitter, aber zarte Bitterkeit bleibt. Ja. Möchte mal sagen, ein recht unspektakulärer Whisky. Aber denke ich, für einen Einsteiger, der wird sicherlich hier Gefallen dran finden. Aber so für einen erfahrenen Whisky-Genießer, der jetzt so Komplexität und Intensität sucht, für den ist das auf gar keinen Fall was. Das ist, ich sag mal, wenn man so eine Flasche sucht, die man einfach so in einer netten Runde oder mal am Abend so nebenbei trinken kann, ohne sich darauf zu konzentrieren oder so, dann ist das eine gute Flasche. Ist halt nicht so viel dahinter, ne? Aber dafür ist er, denke ich, auch nicht gedacht, sondern die richtet sich halt wirklich so an die Einsteiger, um so Tom and Towel oder generell vielleicht auch mal Scotch kennenzulernen. Können auch leichte Birne sein. Und zwar, wo die Schale so eine leichte Bitterkeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Zarte Bitterkeit, so leichte Birne, dann kommt wieder so Apfel. Relativ fruchtig das Ganze, relativ leicht. Auch beim zweiten Mal wieder leichter Alkohol zu spüren. Würze nicht wirklich. Wenig Würze. Ja, diese Minze finde ich nicht. Er ist zwar sehr frisch, aber Minze. Ja. Ist auf jeden Fall ein süffiger Malt. Gut trinkbar. Und wenn ich den mal so vergleichen soll von der Preisregion und Einsteigerklasse, ich finde ihn auf jeden Fall zum Beispiel besser als so ein Glenlivet Founders Reserve. Da war ich ja schon sehr enttäuscht. Der ist wirklich ein angenehmer Vertreter, aber halt recht unspektakulär, sage ich mal. Ja, ich drehe jetzt mal hier weiter und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Talking Malls.